Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Titan Souls hier bei Because Gaming Fun mit mir, eurem Sascha. Ja, seit der letzten Folge sind 5 Sekunden vergangen, ich rage immer noch rum wegen diesem Kackviech hier. Aber jetzt wollen wir ihn erledigen. Wird garantiert klappen, wie ich mein Glück kenne. Da renne ich mal erstmal selbst rein. Der ist doch drin da! Der war doch drin in diesem Stein. Warum explodiert der nicht? Das ist doch so lächerlich. Meine Fresse. Wo haut er diesen scheiß Stein denn immer ganz hin? Du springst wieder auf mich zu? Nein, natürlich diesmal nicht. Hat er mich berührt? Nein, hat er nicht. Da war mehr Platz zwischen mir und ihm als zwischen dem Viech und dem Stein letztes Mal. Warum bin ich platt? Alter Schwede, ey. Na, springst wieder zu mir, ne? Natürlich springst du wieder zu mir. Mama hat die Explosion erwischt, mich natürlich nicht. Was? Nicht dein Ernst! Als wenn ich daneben geschossen habe. Bringt zu diesem fucking Stein hin. Jetzt ist das Kackding wieder genau an derselben Stelle, ey. Ich glaub's nicht. Ich bring wieder auf dich zu. Oh Gott, ey. Ist dieser Kampf annoying. Ich bin im Rage-Mode, ey. Das glaubt ihr nicht.
dass mich ein Spiel so abfacken kann. Ich schieß schon wieder daneben. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Springst du auf mich zu. Okay, bist du auch wieder auf. Er springt nicht auf mich zu! Jetzt mal wieder. Hey, ich versteh's nicht. Na, ja, der ist hier aber auch viel zu weit außerhalb. Nochmal nicht auf mich zu. Wie soll ich ihn denn dahin lenken? Ha? Ja, steht er wieder genau da, wo er eben gerade ausstand. Und natürlich springst du jetzt wieder auf mich zu. Alter! Frag mich nicht, warum ich immer dahin gucke. Da ist mein Aufnahmeprogramm und da sehe ich meine eigene Webcam und ich rage. Ich rage hart. Wie kann ich denn zweimal an diesem fucking Kristall vorbeischießen? Wo ballert er das Ding denn ganz? Jetzt wollte ich gegen den scheiß Felsen! Ha, das Spiel hat so lustig angefangen. Scheiße. Das war schon richtig dumm. Natürlich springst du jetzt wieder auf mich zu. Ich verstehe den Algorithmus von diesem Spiel nicht. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Die KI macht keinen Sinn. Die ist mega random. Ich bin jetzt schon wieder seit 10 Minuten an dem Wichser hier dran. Und du springst auf mich zu. Natürlich springst du auf mich zu. Oh, come on, nicht jetzt mein Telefon. Achso, ich kann nicht mal vorsehen in diesem Spiel. Na, das ist ja wunderprächtig. Gut, Leute, ich muss einmal ganz kurz Pause machen. Tut mir leid. Bin sofort wieder da. Ja, warte mal. Kann ich jetzt bitte einmal sterben? Dankeschön. Sofort wieder da. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt die letzte Folge war. Aber wir machen nochmal kurz 10 Minuten hier jetzt. Und ich will diesen Mistkerl endlich platt machen. Er regt mich so hart auf.
Natürlich springst du jetzt vor mir weg. Warum hat die die Explosion jetzt getroffen? Ah! Alter, mach nicht der Gegner fertig. Ich muss es wohl einsehen, ich bin einfach zu inkompetent für dieses Spiel. Der Typ ist aber auch einfach schneller als ich. Es ist doch so zum Haare raufen. Ich habe halt keine Chance, hinter ihn zu kommen, wenn er hochspringt. So ein Idiot. Wieso springt er jetzt wieder auf mich zu? Warum? In eine andere Richtung. Sonst kann man... Nach dieser Folge suche ich mir ein anderes Gebiet. Das hier geht mir zu sehr auf den Keks. Das ist ja der Shit, was die für eine Akku auf mich ziehen, ey. Es hat heute übrigens draußen bei uns geschneit.
Hamburg liegt bedeckt unter einer Schneedecke. Um mal mein feuriges Gemüt hier ein wenig abzukühlen, ne? Mein salziges Gemüt. Springt er wieder gegen den fucking Stein gegen. Ja, weil er den sonst. Der berührt den. Der hat ihn berührt. Schon wieder. Es ist doch eine Scheiße. Er hat... Warum ist das so random? Der berührt diesen fucking Stein. Warum explodiert er nicht? Oder muss er von seinen kleinen Kugelchen getroffen werden? Los weg hier, ey. Ich krieg sonst eins zu viel. Es gibt hier zum Glück noch ein paar andere Gebiete. Okay, da komme ich scheinbar noch nicht hin. Gibt es irgendwie ein Fast Travel Back to... Hast du nicht gesehen und weißt Bescheid? Wobei, so weit war es gar nicht. Also, warte mal. Okay, das geht. Muss ich noch mal kurz was probieren. Da sind hier nämlich doch ein paar Rätsel eingebaut. So, jetzt haben wir nämlich hier dann. OMG! So, die Folge ist eigentlich rum, aber wir gucken uns den Gegner jetzt noch einmal an. Ach so, hier dürfen wir auch noch schwimmen. Oh Gott.
Okay. Ah, ich muss auch noch seine scheiß Schwanzflosse treffen. Ah! Ah! Ja, nee, ist klar, ne? Ey, das Spiel will einen doch richtig hart anal fisten. Nichts weiter. Dieses Gebiet kam mich erstmal. Ich gehe nochmal kurz zurück ins Pflanzengebiet und gucken, ob ich von da aus noch einen Weg finde. Falls ja, gucken wir uns da erstmal um. Ansonsten haben wir richtig hart die Arschkarte gezogen. Alter, leckst mir am Arsch, sind das asoziale Gegner. Mal gucken. Ich lasse die Folge mal einen Ticken länger laufen. Oh, meine Heizung ist warm. Das ist angenehm. So, wo kommen wir denn hier noch hin? Guck mal, hier oben ist doch auch noch was. Ah, guck mal, wir haben 3 von 8 Gegnern. Von 2 weiteren wissen wir schon. Dritten kann ich mir auch noch denken. Das heißt, hier rechts müsste eigentlich noch ein anderes Gebiet sein. Rein logisch gesehen. Hier ist ein Waldgebiet. Da sehen wir einer, schau. Hier kommen wir in den verlassenen Wald. Guck mal, hier haben wir doch auch nochmal was. Da würde ich aber sagen, das gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielleicht dann ein bisschen weniger salzig. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.